Heute in diesem Video gibt es ein episches Push-Battle. Wer schafft es zuerst mit einem Brawler 1000 Trophäen zu erreichen? Pookie versus Marvin Vlog. Leute, wir warten jetzt wirklich seit 4 Minuten. Oh, es ist einer reingeschaltet. Seit 4 Minuten auf das letzte Game. Ich hoffe, das ist das letzte. Wir müssen es natürlich auch gewinnen. Warte. Pass vor. Mit Ult. Die goldene Boxer Box. Limitiert auf 3333 Stück. Beinhaltet die Boxerkette und vieles mehr. Verfügbar ab dem 1.12.2020 um 15.15 Uhr auf www.boxer.shop. Yo Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Was geht ab, Leute? Da bin ich auch schon am Start. Und ja, ihr habt es gerade schon gehört, heute gibt es ein Push-Battle und sowas gab es wirklich in diesem Ausmaß noch nie. Wir machen ein Battle, wer schafft es zuerst, 1000 Trophäen mit einem Brawler zu erreichen. Wir starten beide bei 800 Trophäen, das muss ich jetzt noch vorbereiten. Das heißt, ich muss jetzt erstmal meinen Brawler von 500 auf 800 hochpushen. Dann startet erst das Battle, wir starten genau zeitgleich. Marvin wird dann auch dazukommen und dann geht's auch schon los. Dann heißt es im Prinzip Pokale pushen und das so schnell wie möglich. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, abonniert den Kanal natürlich kostenlos und schaut unbedingt auch bei Marvin vorbei und natürlich bei meinen Gästen, die mir hier ja, Unterstützung geben werden, beziehungsweise mich hart durchcarryen werden. Und noch eine ganz kurze Sache, Leute. Am 1.12. ist es soweit. Da kommt endlich die goldene Scheiß-Boxer-Box raus mit der unfassbar krassen. Wo ist sie denn? Ist sie hier drin? Ja, mit der unfassbar krassen Scheiß Boxer Chain in Gold und nicht nur das, sondern auch ein richtig, richtig geiles T-Shirt und ein Poster und eine Autogrammkarte. Leute, diese Box wird einfach mal so geil. Holt sie euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr eine haben wollt, seid schnell, weil ich schätze mal, die wird sehr, sehr schnell ausverkauft sein. Also Leute, am 1.12. um 15.15 Uhr auf www.scheißboxer.shop und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem, ja, mit den Vorbereitungen und pushen erstmal auf 800. Los geht's. So, dann pushen wir mal jetzt hier eben auf 800, ne? Oh Gott, okay, Underdog, jetzt erstmal noch Konzentrierungen. Ich hab Lags. Ihr auch, oder nicht? Ne. Nice! Ich push mich sofort, dass sie mich rausnehmen müssen. Nice! RS1, sehr schön. Nice. Boah, GG! Oh, wer war das? Kennt man die? Ja! Geil! Ja, sogar echt, aber das ist ernst gekommen. Jetzt muss ich mal gucken. Guck dir Tonio an. Krank. Auf den Boxer! Ich will jetzt extra noch festgehalten. Boah, Junge, 20 AP oder so hatte der. Ich mach jetzt keinen Schaden. Nein! Oh, Gott, drauf damit! Okay. Sag dir, was passiert wäre. Der wäre jetzt an der Seite daneben gegangen. Ja! Ich bin ein Profi. So, Leute, wir sind auf 800. Die Vorbereitungsphase ist zu Ende. Man muss halt sagen, wir spielen gerade am ersten Tag der Season. Dementsprechend ist das natürlich jetzt nicht so die geilste Situation. Wenn ich jetzt mal ganz kurz gucke, ich habe schon wieder vergessen, welchen Brawler ich spiele, ich habe so Hunger. Die Biene ist es, ne? Okay, ich bin mit der Biene schon auf Platz 59, einfach nur geisteskrank in Deutschland. Krass, Leute, wir sehen uns, wenn das Battle losgeht. So Leute, da sind wir jetzt am Start, eine Woche später. Wir haben es einfach erst jetzt geschafft, einen Termin zu finden, wo wir beide Zeit haben zu pushen. Also sowohl Marvin als auch ich. Ich bin jetzt hier auf 800. Marvin, nicht wundern. Tobi lacht schon im Hintergrund. Yeah. Ja, ja. Okay, was gibt's da zu lachen? Die Situation Marvin, ist ernst. Marvin ist erst auf 750. Also, ich sag mal so, wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt gar nicht beginnen, kriegt ihr zwei nochmal 60 Minuten extra, beziehungsweise Marvin, egal mit wem du pusht, 60 Minuten hast du mehr Zeit. Wir haben jetzt bis 3 Uhr, also vom jetzigen Zeitpunkt 4 Stunden Zeit, Marvin hat dann 5 Stunden Zeit und es geht darum, wer mehr Pokale pusht, beziehungsweise wer halt als erstes die 1000 Pokale erreicht hat. Ich bin auf jeden Fall fest davon überzeugt, dass wir das schaffen. Checkt auf jeden Fall Marvins Video auch ab, dort seht ihr nämlich seine Sicht aus dem ganzen Battle. Wir werden natürlich im Laufe des Videos hin und wieder mal gucken, wie weit er ist, ob wir gerade führen oder
oder nicht. Und ja, schaut auf jeden Fall bei den anderen auch vorbei. Anubis ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. High First, auch natürlich korrekte Jungs, dass die mir hier wieder helfen. Leute, macht mir die 10.000 Abos voll bei beiden Channels, auf Ehre. Und Tobi ist natürlich auch unten verlinkt. Leute, könnt ihr auch vorbeischauen. Und ich würde sagen, dann geht's jetzt auch schon los. Lasst einen Daumen nach oben da. Okay, wir starten, Leute, mit dem Push in 3, 2, 1. Und es geht auch schon los, Leute. Holy shit, ich bin gespannt. Wir haben, ja, wir haben 4 Stunden Zeit, knapp, also ein bisschen weniger. Und ich bin gespannt, wie ich jetzt hier mit der Biene unterwegs bin. Boah, wird auf jeden Fall lustig. Das ist meine erste Runde tatsächlich mit der Biene nach dieser, nach dem Pre-Push. Und der ist auch schon eine Woche her. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Hit getroffen. Wenn es so weitergeht, Alter, dann wird es ja gar kein Problem, den 1000er Push zu schaffen. Oh Gott, nice. Let's go. Digga, das ist der erste Win. Das ist der erste Win. Oh mein Gott, Digga. Woo! Das fuckt richtig an. Boah, Junge, rasiert. Also, da muss man sagen, Pookie hat gecarried die Runde. Was war zu etwas? Pass mir vor, pass mir vor. Boah, wild! Alter! Hab ich gerade rasiert. Holy shit. Digga, ich bin halt einfach der krasseste Spieler ever. Stark. Starker jetzt wieder mal von Pookie. GG. That's it. That's it. That's the game. Oh, the game. Oh. Wow. Oh, oh. Wer war das denn? Der Arme. Ah, sorry. Oh nein. Leid, oh nein. War das Gute? Er hat mich gerade für eingeladen. Oh Mann. Ja, tut uns echt leid. Sorry for BMing, guys. Oh Mann. 755. Wir gucken mal kurz, was die Konkurrenz macht. 835. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du musst jetzt wirklich gut treffen. Ja. Und auch deine Ult, Jane. Dann jetzt wieder direkt Ult und so rein. Push dich, High First! Push dich, High First! Was war das? Oh. Wer war das denn jetzt? Die waren auch gut. Nein, echt jetzt? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, Digga. Digga, jetzt kriegen wir voll das Dings. Ja, die letzten zwei Gaps. Oh, full a few good man. Ja, ja. Sorry, guys. Sorry, ey. Nein! Oh, peinlich. Nein, mach ihn doch schnell. Oh mein Gott. Was passiert? Wer war das? War das wieder so krass? Was? Oh. Und ich verkack doch den Trickshot. Wie peinlich, Alter. Oh nein. Waren die auch gut oder was? Ich kenne ja, die. Ja, ich kenne die. Lüge, man. Nein, echt jetzt? Ja. Nee, ist eine Lüge. Oh doch, doch. Der eine. Okay, krank. Oh, ja. Ich komme hier nicht raus. Ich habe Angst. Ich oh! I have Angst. Oh yes! Oh no! Oh yes! Oh no! Ich muss erstmal wake in the rewind. Oh no! Oh no! Nee. Oh, ja. Weiter drin, was? Kannst du packen? Ja. Oh mein Gott. Let's go! Alter, bin ich gut! Oder halt ihr. Aber ich bin Starspieler. Oh mein Gott, das war der Weltmeister vom letzten Jahr. Digga, ist jetzt ein Joke. Ja, das ist ein Joke. Mann. Boom! Digga, ich bin so am Rasieren, Junge. Ich bin so der krasseste B-Spieler auf der ganzen Welt, Alter. Krank. Oh Mann, sieht bei Poki aus. Du chillt die ganze Zeit im Menü, wenn ich gucke. 870, ja moin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Oh Gott, Anubis, die singen gerade, beziehungsweise Marvin hat gerade 14 Pokale plus gemacht in der Zeit. GG, Alter. Oh mein Gott, das wird easy. Ich hab Strike. Mach den Boxer ein! Digga, wie überlebe ich das? Warte mal. Pass vor, pass vor, pass vor, pass vor, mit Ult, nein! Warte. Ja. Ja, 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 oh mein Gott. Boah. Boah. Oh mein Gott. Geh nach rechts, geh rein. Ganz rein, oder was? Ja, du kannst nee, halt so nah dran gehen, dass du die Ecke da. Ja, wenn du da unten rechts stehen bleibst, dann können die nie wieder an den Ball. Ach so ist. 1000 Jahren. So ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga, Digga, what the fuck. Das ist hier gerade passiert. Oh nein. Nein. Ja. Ja, 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 schön. Alle tot? Alle tot. Ja, ja. Soll ich's probieren? Ja. Ja! Huh! Ich hab's probiert. Alter, wäre das gefailt und wäre das gar nicht gut. Oh mein Gott. Ach, ich hab leider keinen mehr rausbekommen. Nice. Geh du hin, geh du hin. Ja. Ich passe dir. Was eine kranke. Alter, war das Gadget bitte? Das war wirklich das heftigste game-changende Gadget gerade. Also, ich liebe dieses B-Gadget, das neue. Das ist einfach wild.
Ja, ja, Hit. Und mit Ultschuss, mit Ultschuss. GG, Alter. Das. Woo! So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo Pookie gestartet hat. Etwas über 800. Oh mein Gott, Digga, es wird so ein weiter Weg. Okay, wenn wir das Game gewinnen, dann sind wir auf 900. Moritz, das ist halt ein bisschen ekelhaft. Die Boxerin sollte ganz gut klappen, aber die hat hier auch direkt schon zugemacht. Das war schlau von ihr. Session, Moritz weg. Nice. Ja, aber er könnte scoren. Ja, können wir scoren. Wild, Alter. 1-0. Sehr, sehr stark. Boah, das wird doch ein einfaches Game auf die 900, so wie es aussieht. Digga, einfach nur ein Traum. Einfach nur eine Traumrunde. Traumhaft, Leute. Und somit sind wir auf 900 Pokalen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wie weit die anderen sind. Wir sind jetzt auf Rang 28, also 901 genau. Nach einer Stunde und 20 Minuten. Sehr, sehr geil. Jetzt gucken wir mal kurz, wie weit die anderen sind. So, wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Helium-Boxer, zack. Und aha, 805. Okay, okay, wir joinen mal kurz in Voice. Wir nerven die mal ein bisschen. Hi. Hallo. Wir sind fertig. Ja, auf jeden Fall. GG. Bock, ja, die F*** haben eben geguckt. Ich geh. Na, ich will jetzt nicht flexen oder so, weil danach hittet das Bad Karma, aber wir sind schon ein bisschen weiter. Aber ihr habt ja eine Stunde auch länger Zeit. Ich hab's gesehen. Ja, ja, ein bisschen, nur ein bisschen aber. Nur ein bisschen. Okay, wir machen mal weiter. Tschüss. Yo, ciao, ciao. Okay, ich glaube, das hat die gerade noch mal ein bisschen getriggert und niemals so irgendwie jetzt angeben und so. Weil immer dann Bad Karma hittet einfach rein. Das ist nicht gut. Leute, let's go. Oh, Brawl-TV. Das ist doch mal eine schöne, feine Sache. Oh Gott. Ich helfe dir da ein bisschen, ja. Wild. Und der ist drin. Let's go. 1-0. Oh mein Gott, Alter. In Brawl-TV. Also Mama, ich bin im Fernsehen. Muss auch natürlich auch wieder gesagt werden. Da darf man natürlich auch nicht verlieren. Das wäre dann natürlich auch unangenehm. Okay, einer ist schon mal AFK. Das war absichtlich so, eingefädelt, dass der AFK ist. GG, Alter. Ja, nice. Ja, was soll man sagen, Leute? Also, wenn wir solche Matches die ganze Zeit hätten, das wäre ja mal eine entspannte Sache. Leider ist es nicht so. Oh GG. Mein Gott. Wie auch immer, Anubis das gemacht hat, ich bin Starspieler geworden und das ist alles, worauf es ankommt. Let's go. Boah, Alter, war das mal wieder clean aufgeräumt von mir. Bitte, sag, dass ich die beste Biene der deutschlandweiteste Bienen bin. Ja, nice. Danke. So, letztes Game vor 950, hoffentlich, wenn wir es nicht verlieren. Oh Gott, erster Schuss schon mal stark geht. Box drin vorbissen, bitte. Ja. Scheduled. Oh mein Gott. Ja, let's go. Let's go. Oh mein Gott, Digga. Oh ja! Anubis passt. Ich passe zu High First und mache so eine Kette. Ha! Schön. 1-0. Sehr, sehr nice. Okay. Nochmal Pinch off. Ja, ist ja schön. Boah, Alter, High First. Oh mein Gott. Junge, das ist halt. Also, man muss halt ehrlich zugeben. Meine Mates Anubis und High First sind halt einfach krass am Flexen. Wir haben die 950. Pokale erreicht. Jetzt wird es einmal wieder Zeit, den Stand der anderen abzuchecken. Wo haben wir denn? Helium-Boxer, die brawlen gerade. 848. Okay, die sind schon fast bei 850. Wir gehen jetzt rein in den Channel und quatschen mal kurz mit denen. Hi. Hallo. Wie weit seid ihr? Junge, schau doch einfach zu, Puki. Wir sind doch befreundet. Guck zu. Nach dem Game habt ihr 850, richtig? Nein. Ja, wenn wir gewinnen könnten. Nice. Oh, da haben wir jetzt einen miesen. Moment erwischt. Das tut uns jetzt leid, dass wir jetzt gerade in dem Moment reingejoint sind. Ja, gut. Also, man muss halt sagen, ihr habt noch eine Stunde länger Zeit als wir. Das ist natürlich dazu zu sagen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt nochmal vor 1000 richtig hart reinchoken, weil Anubis einfach schlecht ist. Wie bitte? Viel Spaß noch und ja, weiter geht's. Oh, das war zu Spaß, Alter, gegen solche Leute. Mit der Biene, kann ich gar nicht vorstellen, ey. Boah, Junge, ist das lustig, ey. Das macht wirklich Spaß, holy shit. Was? Du musst ihn jetzt hitten? Okay, gut. Wer versucht mit Ultschuss? Nee, warte auf uns. Du gehst auf die Bull-Poco-Dings, nicht zum Karl. Okay. Ja, wir wechseln. Kannst du zum Beispiel mir passen, du bist recht? Ja. Nice! Oh mein Gott, wie wild! High First, Alter! Yes, Mann. Boah, so Anubis, Alter! Okay. GG! Das war krass, Oh mein Gott! Digga, Alter, das geht so gut, ich schwör mit Biene. Ich fühle die Biene jetzt so langsam. Bisschen musste ich reinkommen, aber ich fühle es auf jeden Fall. Oh Mann.
Starspieler auf. Muss natürlich auch ins Video geschnitten werden. Mein Game, mein Game. Das ist mein Game. Ich fühl's. Aber sei, werd nicht unfokust. Digga, ich bin immer fokust. Ich kenne das Wort unfokus gar nicht. Ball. Ich sag 50.000 Mal nicht den Ball nehmen, was passiert? Digga, ich Ball. Hab den Pass gemacht für das Tor! Alter. Ja, ist auch gut, aber trotzdem. Puki, du darfst es nicht überhalten. Weil wenn du okay. einfach auf den Ball rennst, dann killen die dich weg. Ja, ja. Aber ich hab das ja in dem Fall berechnet schon gehabt. GG. Let's go. Was ist er denn? Ich kann aber. Digga, er wollte einfach den Ball gerade holen. Der Ehrenmann. GG. Oh yes, oh yes. Okay, das heißt, jeder von uns braucht noch ein Game auf 1000 Pokale. Und wenn wir die 1000 jetzt schaffen sollten, dann schauen wir gleich vorbei bei den Jungs, wie weit die sind. Die haben dann natürlich noch eine Stunde länger. Das ja, haben wir natürlich in Kauf genommen. Dafür, dass die mit 50 weniger starten. Aber ich hoffe mal, das wird bei denen nicht reichen. Leute, wir warten jetzt wirklich seit 4 Minuten. Oh, oh, es ist einer reingeschaltet. Seit 4 Minuten auf das letzte Game. Ich hoffe, das ist das letzte. Wir müssen es natürlich auch gewinnen. Ein Spieler fehlt noch und dann heißt es volle Konzentration. Wenn es jetzt Random Mates sind, ja, das ist perfekt. Das sollte relativ machbar sein. Okay, Shelly, Karl und Leon. Leon wow. kann nervig werden, Shelly sowieso, Karl auch. Also ist auf jeden Fall nicht easy, aber wenn ich da genug jetzt treffe, sollte es klappen. Oha, wie kommt da Leon da durch? Ja. Gute Frage an der Stelle. Nice, Leon ist down. Sehr schön, das ist 1:0. Oh yes. Oh yes, ein Tor noch, dann haben wir es. Konzentration. Das sieht halt so einfach aus für die Zuschauer jetzt, ne? Oh Gott, das war... Das sieht halt echt für die Zuschauer viel zu einfach aus, als es eigentlich ist. Leute. Ein Hinterkopf behalten. Oh. Oh nein. Oh ja. Oh nein, das war... Oh, das war ganz ein Klon, Alter. Bin ich krass. Chin stehen, Herr Fürst. Leon hat Ult. Ich guard einfach. Kriegst du noch drauf? Okay. Ah, ja, die pressuren jetzt schon ordentlich drauf. Leon hat Ult, also ist gerade in Ult. Ja, einfach chillen. Ja, ich weiß nicht, ob die Ult jetzt überflüssig war, aber better safe than sorry, ne? Oh mein Gott, zum Glück hat sie gepasst. Das wär's jetzt das Gegentor gewesen. Das war lucky für uns. Ist niemand? Oh Gott, der Leon, oder? Oh mein Gott. Okay, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren. Ich bin gerade schon in Feierlaune. Ah, Shelly bitte. Ein Hit. Du musst einen Hit drücken. Du musst, okay, wichtig. Noch ein Hit. Nein. Oh mein Gott, war das wichtig. Boah, dass der gefailt hat, war das wichtig, Digga. Boah, das wird echt nochmal spannend, weil die Comp ist halt echt Abfuck. Ja. Wirklich Abfuck. Leon. Shelly links, Shelly links. Kannst du eine Ult rein? Kannst du eine Ult rein? Ult. Wichtig. Stark. Na, schade. Ja, sonst passen oben links rein und wird. Nur noch 30 Sekunden. Weil die haben rechts. Noch Shelly und Leon. Okay, das sieht gut aus. Shelly hat einen guten Hit. Noch eine schöne Ult. Leon ist hier. Heilen müssen. Ja. Ah. Okay, wichtig. Ja. GG, das war's. Oh yes, Leute! 1000 Pokale. Ich halte mir rum, schon 2 Uhr morgens. 1000 Pokale. Wir haben nicht die 4 Stunden gebraucht. Wir haben nur, ja, nur ist auch gut, 3 Stunden gebraucht. Aber das Matchmaking dauert halt auch wirklich, wirklich lange, muss man sagen. Leute, die Biene ist auf 1000. Und jetzt ist die Frage, wer war schneller? Marvin oder ich mit meinen Mates, mit Hyperst und Anubis. Ich bin gespannt. Wir gucken jetzt mal ganz kurz, wieso der Stand ist. Erstmal will ich die Bestenliste abchecken, ob ich gerade zufälligerweise irgendeinen Rank habe mit der Biene in Deutschland. Ja gut, naja. Platz 42. Immerhin. Kann man mal machen. Und dann gucken wir uns jetzt einfach mal ganz kurz. Also Glückwunsch auch an eure Tausender. Waren die schon auf 1000? Nein, noch nicht bei mir. Ja, nice, dann auf jeden Fall GGs. Danke auf jeden Fall schon mal an die Jungs fürs Helfen. Ihr müsst auf jeden Fall bei den Kanälen vorbeischauen. Aber das Game ist noch nicht entschieden.
Okay, sie sind bei 846. Ich glaube, es ist eigentlich entschieden. Wollen wir mal kurz raufjoinen? Ich glaube, wir reden noch mal kurz mit den Jungs. Hallo! Jo! Ihr habt noch 52 Minuten Zeit. Ja. Leute, ihr hört, der Poki weiß einfach nicht, was alles passiert ist, deswegen checkt unbedingt meine Folge ab und natürlich auch so verlegen. Ich bin so gespannt, was passiert ist. Naja, wir haben noch nicht gewonnen. Wer sagt, dass wir schon bei 1000 sind? Okay, ich spoiler mal ein bisschen. Wir haben unter anderem gegen Lukas Ballstars gespielt. Echt jetzt? Ja. Nein, aber hoffentlich gewonnen, oder? Wer weiß. Wer weiß. Alter, wenn ihr das verloren habt, dann... Belastet. Ja, GG's auf jeden Fall. Es ist noch nicht entschieden. Leute, wenn ihr wirklich final sehen wollt, wer gewonnen hat, schaut bei Marvin vorbei. Da seht ihr natürlich sein Video. Es ist möglich, auf jeden Fall, wenn man krank reinlackt und tryhardet, die Pokale jetzt noch zu schaffen in der guten Stunde. Ja gut, Leute, schaut Marvins Folge an. Ich bin echt gespannt, was dort alles passiert ist. Wir haben auch gegen richtig, richtig kranke Leute teilweise gespielt. Jetzt am Ende hatten wir zum Glück eine gute Siegesserie ohne eine einzige Niederlage. Ein Unentschieden war dabei. Das muss man dazu sagen, aber nichtsdestotrotz echt sehr, sehr krank gespielt. Auch danke, wie gesagt, an die Mate. Schaut bei Marvin vorbei, schaut bei Tobi vorbei und natürlich bei Anubis und High First. Wir sehen uns. Bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und ciao.